Heute in der Folge bauen wir uns eine XXL-Farm von Bambus. Aber so eine Bambus-Farm kann man eigentlich für jede andere Art, ja, für Gewächs, was nach oben wächst, was man mit Pisten abbauen kann, auch nehmen. Also von daher eine individuelle Farm. Jeder kann sich die bauen, wie er will. Und ich zeige dir heute einfach mal, wie ich mir die auf meinen Server baue. Und zwar, wenn wir die so hoch bauen, dass die, sage ich mal, bis zu den Wolken geht. Und das nenne ich wirklich eine XXL-Bambus-Farm. Und daher legen wir gleich los, damit wir unendlich Bambus haben, obwohl wir in Creative sind. Also, los geht's. Ich glaube, jeden ist so ein bisschen bewusst, wie so eine Farm bei Minecraft, wenn man Bambus oder andere Sachen, die, sag ich mal, da oben wachsen, farmen will, ja, funktionieren. Ich erkläre es trotzdem noch einmal, es also das Bambus wächst und wenn es wächst, sieht das der Beobachter, löst dann ein Signal zum Kolben aus und der Kolben erntet dann den Bambus. Und das möchte ich dann, sage ich mal, am Ende noch mit natürlich einem Trichtersystem denn so machen, dass ich am Ende die Truhen voller Bambus habe. Trichter kann man jeweils von oben nach unten wie zu den Seiten ja, einstellen, dass es, sage ich mal, zur Kiste geht. Ja, und heute wollen wir uns eine riesige Bambusfarm machen, die es in Minecraft so noch nie gab auf diesem Server. Und ich habe mir gedacht, die stelle ich mir am besten neben unserem riesigen Bett hin. Da passt das ganz gut hin. Denn ich hatte sowieso vor, in meine Stadt noch weitere Bambus, also Bambusfarm, ich meine Hochhäuser mir zu ziehen. Und warum sollte das Hochhaus keine Funktion haben? So, für meinen Wolkenkratzer Bambusfarm, / riesigste Farm ever, nehme ich natürlich wieder meine Lieblingsmaterialien, sag ich mal, für Hochhäuser und das ist weißer Beton. So, muss ich erstmal mir Gedanken machen, wie hoch ich überhaupt unten das erste Stockwerk haben will, wo man, sag ich mal, ja, nicht unbedingt die Farmer, sondern eher mehr, ja, so, Deko-mäßig. Ne, muss man erstmal gucken, wie man sich das machen will. Ich habe mir hier so einen leichten Grundriss schon gezogen, damit ich so einen kleinen Plan habe. Jetzt muss ich mal gucken, wie hoch wollen wir das denn machen? So 5? Ja, 5 Blöcke an sich, die Deckenhöhe, die reicht schon völlig aus. Meine Farm werde ich sehr synchron bauen. Das heißt, jede Seite wird gleich sein. So typisches Viereck in Minecraft, was man ja eigentlich nicht so kennt. Und wenn mich jetzt einer fragt, was für Maße nimmst du, um dir deine riesige Farm zu bauen? Da werde ich nur eine Sache darauf antworten. Und zwar, ich werde mich dran halten, was Minecraft vorschreibt. Und zwar für eine Farm muss man auch mit Wasser arbeiten. Und Wasser, meine Freunde, hat die Eigenschaft, in jede Richtung so 8 Blöcke zu fließen. Ab 9. Block wird dann das Item, sag ich mal, hingespült. Dann kann man das einsammeln oder halt weiterlenken, wie man möchte. Und so würde ich natürlich auch das Gebäude ausrichten. Daher sind auch diese Maße, sag ich mal, immer diese braunen Flecken, die ich hier hingemacht habe. Das sind immer 8 Blöcke an sich. Und dann kommt hier die nächste Säule, die ich mir mache. Ich halte mich aber trotzdem an dieses Grundprinzip von Minecraft, denn Wasser fließt nur 8 Blöcke. Also muss man darauf doch ein bisschen achten. Okay, so, das ist mein Grundgestell. Jetzt machen wir darauf, würde ich mal sagen, eine Decke. Man muss sich so ausprobieren, wenn man spontan immer baut, Freunde. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich die Idee, wie ich das machen will. So, die Grundfläche sind immer 5 Blöcke. So, 3 brauchen wir für die Technik und an der Seite haben wir den Erde und dann müssen wir nochmal einen freilassen für das Wasser. Okay, der Anfang ist schon mal gemacht. So, die Grundfläche ist da. So, jetzt geht's ran, die Technik natürlich noch zu bauen. Geben Sie mir Bambus. Geben Sie mir bitte Bambus. Geben Sie mir bitte Knochenmehl. Dankeschön. Kleiner Test. Test. Und ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich finde, die offenen Stellen, wo ja das Wasser hinkommt, das werde ich mir extra markieren. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach eine andere Farbe. Das sieht vielleicht von unten auch schick aus als Decke. Mal gucken. Ja, so als Streifen da so rein. Jawohl, das muss definitiv sein. Denn so eine ganz normale, stinkende Farm, die wollen wir nicht bauen. Daher mache ich mir das hier ein bisschen anders. So, mein Wassersystem passt eigentlich relativ gut schon. Ich muss aber noch mir meine Löcher hauen. Böses Bambus wächst doch nicht so schnell. Und wir müssen noch oben die Schicht noch ein bisschen drüber ziehen. Das lassen wir so überstehen. Das lassen wir so. Das machen wir so. Oh ja, Freunde. Oh ja. Ausprobieren. Das nenne ich mal Creative spielen. Ja, man muss ja nicht immer alles machen, was die anderen machen. Nein, das machen wir so gar nicht. So, wir machen unseren eigenen Stil. Einmal kurz gucken, ob das auch alles so funktioniert. Oh ja. Ob sie jemals in Minecraft diese Kasten beim Glas entfernen? Also einfach so ein durchgängiges Glas, das hätte auch was Schönes.
Denn dieser Kastensystem, wenn wir unsere Glasblöcke setzen, ja, ist nett, aber verdirbt so ein bisschen das Bild auf den leckeren Bambus. Denn, weiß ich nicht. Man kann sich schon einmal die Farm mal ein bisschen angucken. Man sieht, okay, das wächst schon alles. Und auch das Bambus wird geerntet. Hier unten sammelt sich schon einiges. Jetzt bin ich wieder an den Punkt angelangt, in dem ich mir natürlich das Ganze natürlich duplizieren möchte. Und zwar richtig, richtig viel. Und da bin ich mal gespannt, ob auch mein Server standhält und durch die ganzen Pisten, wenn die immer zu aktiviert werden, nicht abschmiert. Da wollen wir mal gucken. So, ich habe das schon vorbereitet. Hier ist mein Modell. Einmal so schön kopieren. Diese Ebene werde ich jetzt immer zumachen. Und die nennen wir einfach mal B. B für Bambus. So. Speichern haben wir an. Wir haben die Koordinaten drin, so wie groß das ist. Speichern. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das aktivieren wollen. Also der Boden ist, sage ich mal, unten. Das heißt, wir müssen es... Wenn ich mal hier so gucke. Am besten hier platzieren. Genau. So, dann gehen wir auf Laden. Dann hat dann wieder das unter B benannt. Können wir einmal Kontrolle machen. Empfehle ich immer, wenn ihr das macht. Einfach gucken, ob das auch wirklich übereinander hier ab... ne, ob das genau übereinander ist. So. Dann laden wir das einfach mal. Und dann gucken wir uns das Resultat mal kurz an. Ne, von der Farbe her, das passt so. Das ist unten ein, ne, so weiß. Ding, zack. Ne, so schön bambusmäßig. Ich kann euch auch immer den Tipp geben. Lasst immer euren letzten Konstruktionsblock erhalten. Warum? Weil dann könnt ihr mal gucken, ob das auch übereinander abstimmt. So kann man sich auch nie vertun. Das ist der Block, den wir wollen. Jetzt speichern wir wieder unter B. Der will hier schon gar nicht mehr richtig. Zack. Boah, das ruckelt schon. So. Jetzt gehen wir nach oben und kopieren uns jetzt 48 Blöcke nochmal nach oben. So, das machen wir wieder hier auf der Stelle. Gehen wir auf Laden, dann hier und da unser B-Bambus und wow! Hat das gerade geruckelt, aber ordentlich. Das kann, ja, das sieht gut aus. Ich würde das gar nicht mehr höher machen. Das passt wunderbar rein. Es leckt nur extrem, aber es ist nicht so schlimm. So, wir wollen natürlich dieses Bambus, diese Bambusfabrik. Natürlich müssen wir die nur unten natürlich designen und oben natürlich. Aber ich wollte an den Seiten dieses schöne Bambus-Logo, sag ich mal, noch platzieren. Und da nehmen wir auch wieder die Hilfe dieses Kopierers, denn ich habe keine Lust, das jetzt ein paar Mal zu bauen. So, und das möchte ich gerne auf der anderen Seite synchron haben. Einfach mal synchron hinterher. Jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal, jetzt müssen wir das natürlich abnehmen, wo wir das hatten. Weil wir bauen es jetzt auf der Rückseite. So, ich spiegel das einmal. Jawohl. Und diesmal müssen wir das nicht spiegeln, weil wir wollen das ja dann so übernehmen wie auf der unteren Vorderseite. Und dann passt das. Schick, schick, schick. So, Kopierblöcke bitte einmal entfernen. Die weißen Strähnchen brauchen wir nicht mehr. Ich lasse das auch nur auf der Vorder- und Rückseite. An den Seiten, die ich das nicht haben, da haben wir ja diese schöne Glasansicht. Und dann macht das Gebäude schon was her. Sieht fast so aus, als ob das so rangemalt wurde, ne? Schick, schick, schick. So, andere Seite natürlich auch nochmal hier diese Kopierblöcke wegmachen. Die dürfen wir nicht vergessen. Da denkt jeder, denn der auf meinen Server kommt, meine Güte, das hat er alles selber gebaut. Ja, alles per Hand gebaut. Ja, so meinen wir das. Hier machen wir alles per Hand. Bevor ich natürlich jetzt loslege, unten das zu designen, würde ich einfach mal sagen, wir machen oben uns das fertig. Muss ich erstmal nach oben kommen. Boah, ein Fahrstuhl wäre nicht verkehrt. Jetzt frage ich mich natürlich, was kommt auf das Dach? Tja, ich glaube von der Textur her kann man schon sich so ein bisschen denken, was ich vorhab. Es ruckelt zwar schon richtig heftig durch die Farm, aber wir bauen einfach weiter. Und jetzt gehen wir nach unten, denn unten wartet auch noch so viel Arbeit auf uns. Aber erstmal gucken wir, wie viel Bambus hier schon ist. Schaut euch das an, schaut euch an. Blub, das nehmen wir alles mit. Und wir gucken gleich ins Inventar. Wie viel verdammtes Bambus hier liegt. Und mein ganzes Inventar ist voll, Freunde. Nicht mal in 15 Minuten, meine Güte. Und da fällt schon wieder Bambus. Das ist eine richtige Bambusfabrik, was wir hier haben. Jetzt sollte ich mir mal langsam Gedanken machen, wie ich mir das unten überhaupt einrichte. So, ich habe mir das mal so leicht draußen designt.
ich dachte mir, ja gut, ein bisschen Grünzeug kann auch nichts rum, aber bei einer Bambusfarm kann man auch Bambus draußen rumsetzen. Ich habe jeweils immer so einen Block Abstand gelassen. Ich bin mal gespannt, wie das so aussieht, wenn das wächst, weil Bambus ja wächst ja, sag ich mal, wie es will. So, innen drinnen müsste ich mir jetzt überlegen, wie ich das mache. Natürlich will ich alles mit, ja, hier Kisten mir verkabeln. Ich frage mich jetzt natürlich, wie will ich mir das hier unten dekorieren? Hast du da Vorschläge? Schreib's doch einfach mal rein. LOL, das habe ich wirklich noch nicht gehabt. Guck mal, der Trichter füllt das dann in die Kiste. Ein Teil geht in die, ein Teil geht dann hier weiter. Yo, das kann man machen. Das kann man machen. Guck mal, dann machen wir das nochmal. Warte mal, in der Hocke, zack. Wenn ich jetzt hier was reinwerfe, dann geht das da rein und das geht dann in die Kiste rein. Wow, das funktioniert sogar. Schick, 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 schick. So, jetzt kommt wieder unser magischer Block zum Einsatz. Damit werde ich mir das jetzt, sag ich mal, mehrfach hier hinsetzen wollen. Muss man halt ein paar Mal üben, ne? Das ist halt alles. Übung macht den Meister. So, weiter bin ich jetzt hier schon gekommen. Ich habe jetzt, sag ich mal, nicht nur den Eingang noch ein bisschen verfeinert mit so einem kleinen Dach. Nein, auch innen drin sind jetzt alle Kisten da. Der Boden ist da. Die Farm läuft jetzt schon. Die ganzen Kisten werden hier schon gefüllt. Das hält sich noch im Rahmen, wie der Server, sag ich mal, hier lädt und leckt. Ich habe hier hinten mir noch gedacht, ich setze hier noch so ein kleines Gehege hin mit Pandas, passend zum Thema wegen Bambus. Ich lasse die Farm jetzt mal so eine Stunde laufen. Ich gucke mir einfach mal dann die Erträge an, was hier, sag ich mal, in den Kisten ist. Wusstet ihr, dass ihr einen Panda einen Kuchen geben könnt? Muss nur schauen. Hat ja einer Hunger? Hat ja einer Hunger? Du einen? Ja, er möchte einen. Ja, einen Kuchen kann man einen Panda-Bären geben. Ich finde das voll süß. Da freuen die sich auch immer, wenn die sowas kriegen. Guck mal seine Augen an. Oh, wie süß. Der freut sich. Und er ist ihn auf. Oha. Guck mal, wie viel Bambus ich hier schon habe. Wenn die Kisten erst voll sind, wie das wohl denn aussieht. Junge, Junge, Junge. Aber da müssen wir auch erstmal ein bisschen hier Zeit vergehen lassen, bis hier das ganze Bambus gewachsen ist. Kann hier nochmal gucken. Ja, man sieht hier die Reihen. So eine XXL Bambusfarm ist schon was Schönes auf dem Server. Immer besser, als wenn die Gebäude komplett leer sind und nur als Deko dient. Dieses hat auch mal einen Nutzen und produziert uns unendlich Bambus im Creative. Wie unnötig ist denn das eigentlich? Aber egal, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Like am besten noch das Video und dann sind wir wieder in der nächsten Folge dabei. Mal schauen, was wir da wieder uns anstellen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.